Moin Moin, Miro hier. Ich mache heute noch mal eine Kurzvorstellung, hoffe ich, dass ich mich kurz halten kann zu einem von den Messern von Gearbest, das ich zugeschickt bekommen hatte. Ich hatte das auf den Fotos auf der Internetseite leider nicht erkannt, aber es handelt sich hier ganz klar um einen Klon und zwar um einen Klon vom CRKT Drifter. Ich hatte ja schon bei meinem Ersteindruck-Video beim Unboxing oder der Ankündigung, dass ich die Testmesser hier bekommen hatte, irgendwie schon so ein ungutes Gefühl. Es erinnerte mich an irgendwas von CRKT und dem ist auch so. Allerdings ist es eine aufgeblasene Version des Drifters, so hatte sich Stefan ausgedrückt, also ein bisschen größer gemacht. Ich bin nicht so ganz so begeistert, dass sie das Design geklaut haben, zumal ich mir sicher bin, dass die sich auch selbst gute Sachen ausdenken können. Denn ansonsten habe ich tatsächlich nicht sonderlich viel an dem Messer zu meckern. Ein bisschen schon, aber darauf gehe ich gleich ein. Vorab einmal kurz die Info unten in der Videobeschreibung und im angepinnten ersten Kommentar habe ich Links und vielleicht auch ein paar Gutscheincodes, falls ich welche bekomme, für euch zusammengestellt. Ja, klickt da mal drauf, wenn ihr Bock drauf habt. Aber das soll kein Aufruf zum Kaufen sein. Überlegt euch das auf jeden Fall selbst. Ja, fangen wir mal mit dem Design an. Tun wir mal ganz kurz so, als wäre das nicht geklaut. Dann ist es auf jeden Fall sehr gefällig. Ich habe mich ja aus gutem Grund für dieses Messer entschieden. Bei Gearbest gibt es eine ganze Menge Auswahl. Ich fand es einfach schick. Es hatte mich auf den ersten Blick an nichts erinnert. Und es wirkte für mich sehr universell mit dem Griff und sehr tauglich. Das hat einen Hohlschliff. Die meisten Messer haben ja momentan eher Flachschliffe und ich weiß, ein Hohlschliff, der kann richtig gut beißen und dem war auch so. Ich habe damit ein bisschen Papier geschnitten und sofort gemerkt, hu, das geht aber gut. Rasiert hat das auch ohne Probleme überall und durch Karton ging es richtig gut durch, wie Butter. Also wirklich ganz große Klasse, wie der Hohlschliff hier gemacht wurde, das macht sich wirklich bemerkbar. Auch Seil zerschneiden, kein Problem. Also in der Praxis hat sich das Messer wirklich toll geschlagen und das, obwohl ich am Anfang überhaupt nicht begeistert war. Das liegt unter anderem an der Sperrfeder hier vom Liner Lock. Dass die bei 60% oder so steht, das stört mich gar nicht so. Dafür steht sie sicher und es gibt kein Klingenspiel. Was mich stört, ist, dass die sehr stramm ist. Also da muss man schon kräftig gegendrücken, um die zu entriegeln und da ist es auch wirklich notwendig, dass hier das Jimping dabei ist, was mich in der Hand, wenn ich das jetzt halte, nicht weiter stört. Aber es ist schon relativ, ja, nicht aggressiv, aber es beißt sich richtig ein bisschen in den Daumen rein, dadurch, dass man so viel Druck aufwenden muss. Der Klingengang ist dazu gut, aber das war's auch. Also aufschnippen kann man das Messer natürlich ohne Probleme, aber hier von freiem Fall oder so. Da muss ich schon ordentlich schütteln. Ja, das läuft auf Teflon-Washern. Die sieht man hier weiß durchscheinen. Und das muss ich dazu lobend sagen: Das sind keine hauchdünnen Dinger wie die vom Kaiser Sipslips letztens, sondern die hier sind schön dick. Da habe ich keine Angst, dass die demnächst mal kaputt gehen. Also, das ist vollkommen in Ordnung. Der Klingengang an sich ist auch schön seidig. Und ich bin mir fast sicher, wenn man das Messer noch ein bisschen feintunen würde, dann würde vielleicht der Klingenstand in die Mitte wandern und der Klingengang besser werden. Leider ist mir das nicht möglich. Ich wollte eigentlich ursprünglich einen Insider nochmal machen, das Messer von innen zeigen. Geht nicht, weil die hier so eine blöde, habe ich noch andere Wörter im Kopf zu, Custom-Achsschraube verbaut haben, die zwar ganz anständig aussieht. Aber ich habe es auch mit meinem wirklich großen Bitset von Proxon nicht geschafft, was Passendes zu finden. Ich habe da so Bits bei, die haben so zwei kleine Spieße quasi. Da passte auch sogar was von auf zwei von den Löchern, aber die waren dann insgesamt zu groß, die Teile, die hier reingehen. Und tja, schade und auf jeden Fall ein großer Minuspunkt. Ich kann das Messer nicht einstellen. Ich kann es nicht auseinandernehmen, um es zu reinigen. Den Pocket Clip habe ich jetzt gerade zum ersten Mal ausprobiert, weil ich das Messer nicht in der Hosentasche getragen habe und der ist ultra stramm.
Der wäre mir definitiv zu stramm, sollte aber noch halbwegs gut in eine Hose reingehen und auch wieder halbwegs gut raus, weil das G10 zwar griffig ist, aber ja, die Riefen hier, die sind nicht zu tief, das wird sich da wahrscheinlich eher nicht dran verfangen, aber das ist jetzt nur Hörensagen und mein Gefühl. Ansonsten auf der Klinge steht Luminescence, also eigentlich selbstleuchtend. Keine Ahnung, warum sie den Namen gewählt haben. Und es ist der 8CR14 MOV Klingenstahl. Das glaube ich auch, das ist ein solider Klingenstahl aus China. 440C, bisschen schlechter vielleicht. Ja, die Ergonomie ist, wie ich gesagt habe, gut. Der Clip stört mich nicht. Ist ein bisschen schade, dass der nicht umsetzbar ist, aber das ist für mich okay. Und die Griffschalen, die sind echt schön griffig, ohne zu aggressiv zu sein. Die Schrauben sind auch alle schön versenkt. Auch nicht zu viele davon. Offene Konstruktion. Hier ist nichts skelettiert. Kann jetzt wahrscheinlich schlecht sehen. Aber es sieht alles in Ordnung aus von innen. Da sind jetzt keine groben Bearbeitungsspuren oder so. Das passt schon alles von der Verarbeitung her. Ja, und zum Thema Spielspaß gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Es funktioniert einfach und ist ein richtig solider, guter Worker. Und das für einen echt geringen Preis. Also ich kann es durchaus empfehlen, wenn die Thematik mit dem Design-Klau nicht so wichtig für dich ist, dann schau es dir mal an, weil die Daumenpins sind super. Man kriegt das Messer also entsprechend toll auf. Das Jimping ist nicht zu aggressiv, bietet aber ein bisschen Halt. Und die Klinge schneidet einfach wunderbar. Und das halt echt für richtig wenig Geld. Ja, also aus meinem Frust zu diesem Messer, aus meiner Unlust ist eigentlich eher Begeisterung geworden. Auch wenn ich mich ein bisschen schwer damit tue, mit der Achsschraube und ja, mit dem Fakt, dass das Design einfach nun mal von CRKT stammt. Das wird allerdings wirklich oft abgeguckt, das Messer. Und das teilweise sogar von namhaften Herstellern. Ich glaube sogar Böker hat auch sowas hier im Programm, also Böker Magnum. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, Bezug in der Videobeschreibung. Wenn ihr wollt, schaut euch das mal an. Ich glaube, das kostet auch so $15 oder weniger. Also nicht viel und da ist der Versand mit drin. Ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Hahaha, doch, da habe ich noch was zu sagen. Einer von euch kann dieses Messer jetzt nämlich gewinnen. Bevorzugt jemand, der das vielleicht auch selbst testet und die Ergebnisse irgendwie teilt, aber auch nur bevorzugt von meinem Geschmack her, nicht von den Gewinnchancen, schreibt einfach unten in die Kommentare, dass ihr das Ding haben wollt und dann werde ich so in 3-4 Tagen das Messer verlosen. Das mache ich einfach mit einem random Number Generator, beziehungsweise es gibt ja so ein Tool, der macht das dann automatisch, dass einer von den Kommentaren ausgewählt wird. Also, ich bin dabei, unten reinschreiben und vielleicht ist das Messer dann deins. Dazu noch kurz gesagt, checkt eure Kommentarbenachrichtigungen dann auch, denn es wäre ärgerlich, wenn ich schreibe, hey, du hast es gewonnen und du meldest dich nie bei mir, denn dann werde ich es nach einer Woche oder so ungefähr dem nächsten weiter verlosen. So, jetzt war es das wirklich. Grüße aus dem Norden.